Zack und... Oh, nee, ich falle! Wie lange geht es denn nach unten? Oh, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Zuletzt haben wir es geschafft, hier in diesem wunderschönen Schlemmerland zu kommen. Und es ist wirklich ein Schlemmerland, Leute. Also, ohne Witz. Ich würde hier den ganzen Tag verbringen. Nein, Spaß, würde es nicht, aber es sieht schon mega cool aus. Und wir haben noch gar nicht so viele Münzen. Ich dachte, wir haben schon viel mehr Münzen eingesammelt. Oh mein Gott, ich sehe da hinten. Oh mein Gott, ich sehe es. Ich sehe es, Leute. Wir müssen auf diesem Gebäude hier rauf. Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. So, dann holen wir uns erstmal das hier hinten ab. Weil wir müssen ja noch die ganzen Münzen zusammenbekommen. Wir haben ja beim letzten Part erst auch angefangen hier mit dem Entdecken dieses kleinen Schlemmerlandes. Klein vor allem. Ich hoffe übrigens, Leute, euch gefällt das bisher. Wenn ja, könnt ihr gerne auch ein Like da lassen. Und um mich zu unterstützen, könnt ihr auch gerne abonnieren, damit ihr mehr von sowas seht. Lässt sich natürlich verstehen. So, am Rande einer Salzsammlung. Hey, das ist mein Salzberg, ja? Lass meinen Salzberg in Ruhe. Aber so könnte ich mir meinen Salzberg auch vorstellen, ne? Also, so ohne Witz. Ab und zu bin ich denn doch sehr salzig. Nicht in dem Spiel. In dem Spiel war ich bisher nur... Okay, einmal salzig. Einmal wirklich sehr doll salzig. Aber das ist wegen diesem Springen gewesen. Also wegen dem Seilspringen. So, auf der anderen Seite gibt es aber nichts, wie ich gerade sehe. Schade eigentlich, weil ich habe eigentlich erwartet, dass hier auch noch irgendwie 2, 3 Lila-Münzen sind, die wir noch benötigen. Weil, wie gesagt, hier brauchen wir einiges. Doch, hier ist sogar noch was. Ein Tic-Tac-Turnier. Und wir gucken uns natürlich, wie auch immer, die ganzen Länder recht zügig an. Geschweige, wir schauen sie uns genau an. Und dieses Tic-Tac-Turnier ist eins der einfachsten Tic-Tac-Turniere, fand ich jetzt, oder? Vielleicht sehe ich es nur falsch, aber ich fand es jetzt nicht so schwer, wie ich sonst so die Tic-Tac-Turniere im Kopf habe. Aber vielleicht haben wir auch jetzt schon derzeit einen anderen Skillstand als vor 520 geführten Parts. Nein. Ich denke mal schon, dass sich mein Skill auch irgendwann mal erweitert. Hier unten haben wir auf jeden Fall noch einen kleinen Abstieg in einem Secret-Raum. Naja, Secret-Raum ist ja eher weniger. Ist ja so eine Challenge-Räume. Und wie ich gerade sehe, müssen wir mal gucken, dass wir hier auch auf den Platten bleiben. Eieieiei. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe, was gemacht werden muss. Oh, ist das fies. Schade, dass man die Pflanze nicht mit ihrem eigenen Feuer treffen kann. Oh mein Gott. Vergiss es, Pflanze. Ey, du kriegst meinen saftigen Hintern nicht. Den krieg ich nur selbst. Ja, wollte ich gerade sagen. So, wie kommen wir jetzt darüber? Wir müssen auch nur zur Pflanze. Nein! Nein, 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 Mario! Oh, oh. Oh mein Gott! Der Skill ist da. So, ganz schnell den hier holen. Dann warten wir kurz auf die nächste Phase. Boah, vergiss es, wenn du jetzt Feuer spürst, ne? Ha! Ich bin schneller als du. Oh. Ich sehe den anderen Mond. Lol. Dein Ernst jetzt? Wie soll ich denn da hinkommen? Komm ich denn jetzt zu dem Mond da hinten hin? Ah! Ja, okay. Das ist doch nicht so schwer, wie ich dachte. Muss man aber erstmal sehen. In der Ecke des Magmasumpfes. Jetzt ist die Frage, wir brauchen nur noch die Innenmondhälfte da hinten, ne? Ja. Heißt, wir machen das aber ganz gediegen. Weil nicht, dass wir irgendwie in diese orangene Suppe landen. Weil danach sind wir kaputt. Instant, glaube ich. Also zumindest wenig davon, dass wir denn kaputt sind. Aber kann auch sein, dass wir trotzdem noch überleben.
So, hier warten wir kurz. Obwohl, eigentlich könnten wir auf den hier springen. Eieiei. Ich mach's gerne ein bisschen knapper, hab ich das Gefühl. So, und damit haben wir beide Monde für diesen Secret-Raum oder diesen Sub-Area-Bereich geschafft. Das Treiben und Sinken, ja, im Magmasumpf. Es läuft bisher recht gut, würde ich mal behaupten. Gut, außer die lila Münzen, da gebe ich halt recht, die sind ein bisschen wenig für meinen Geschmack, dafür, dass wir schon einen kleinen Abschnitt abgeschlossen haben. Aber vielleicht muss das ja so. So, hier haben wir auch schon die ganzen Münzen eingesammelt. Das heißt, die brauchen wir nicht weiter. Und wer seid ihr denn? Hallöchen, wer seid ihr? Willkommen auf der Schmausespitze, der Ort, an dem kulinarische Träume wahr werden. Ich würde dir nur allzu gern alles zeigen. Leider steht uns momentan die Brühe bis zum Hals. Oh, hört sich nicht gut an. Können wir uns ja gleich mal anschauen, nachdem ich mal hier oben war und habe nachgeschaut, ob da irgendwas ist. Guck mal, da hinten ist der Secret-Raum, also die Hinweiskunst. In einem anderen Land müssen wir auch nochmal holen. Stimmt, hier wird es hier wahrscheinlich auch geben. Ah, und guck mal, da sind Münzen. Aber wir haben noch keinen Lava- oder Feuer-Dude, ne? Siehst du, den haben wir noch nicht bekommen hier in der Nähe. Hm, vielleicht werden wir ihn noch früher oder später sehen dürfen. Ja, der Vogel da oben ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht und hat sich unseren Topf bemächtigt. Und auch noch ausgerechnet dann, als wir einen Nachschlag unseren berühmten Schlemmer-Eintopf zubereiten wollten. Alle hatten sich schon darauf gefreut, sich nochmal ordentlich die Bäuche vollschlagen zu können. Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Kann euch so weit wie möglich ist helfen. Ich seh's kommen, unser Eintopf ist im Eimer. Nein. Leute, das machen wir für euch. Easy. Ah, und guck mal, wir können von oben runter. Seht ihr das? Also da nachher. Gut. Hier gibt's nochmal... Oh, hier sind die Läden. Hier müssen wir auch die passenden Klamotten haben. Und was passiert, wenn wir hier die Dinger runterstapfen? Wahrscheinlich nichts, ne? Eins weiß ich aber auf jeden Fall, da oben sehe ich einen Mond. Oh, gut, dass ich die nicht kaputt gemacht habe. Nein! Verdammt! Nein, was machst du, Mario? Kann man hier nicht Wandsprünge machen? Ja, warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Lol. Das soll eine Zutat sein? Ja, bestimmt. Nein, ich wollte doch auf den... Aber hier hinten sind nochmal ein paar Münzen. Boah, ich merke schon, das Land wird sehr schwer zu handeln sein, was so Secrets angeht und allem. Der Grund ist aber deswegen, weil der halt so bunt ist, dieses Land, und viel Verwurstelung hat, alle drum und dran, ist es schon nicht ganz so einfach. Meiner Meinung nach. Aber vielleicht sehe ich es auch nur falsch. Und hier gibt es wieder einen extra Mond. Natürlich gucken wir uns da auch drin um. Oh, müssen wir jetzt 5 schaffen? Dein Ernst? Ich fand ja schon 3 schwierig. Wie soll ich denn vielleicht 5 hinbekommen? Ja, okay, hat sich schon eigentlich erledigt. Das kann wieder eine Weile dauern, weil ich muss wieder reinkommen, wie ich den besten Rhythmus finde. Also am besten wäre ja, wenn ich die ersten 3 auf jeden Fall hundertprozentig hinkriege. Perfekt, die ersten 3 hätten wir sogar. No, mir fehlt einer. Ja, so macht man das, Leute. Ganz easy. Jackpot im Schlemmerland. Ich freue mich. Huiuiui, war gar nicht anstrengend oder so.
So, sonst hier noch irgendwas auf diesem wunderschönen salzigen Berg? Nee. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass das hier alles Salz sein soll. Wieso macht man das nicht als Zucker oder so? Huch, haben wir. Aber mit dich hatten wir doch schon gesprochen, ne? Ja, genau. Du warst der, der uns gesagt hat, dass da oben ein paar Probleme sind. Hier finden wir nochmal ein paar Münzlis. Was ist mit dir eigentlich? Wenn du eine Rübe hier findest, wirf sie bitte einfach mal in den Topf. Wenn es eine Goldrübe ist, passiert etwas ganz Tolles. Meinst du den hier? Oh. No! Okay, ich probiere es einfach mal. Ich würde gerne wissen. Goldrübenrezept 1. Wie mega nice ist das? Okay, Leute. Das muss ich jetzt nachkontrollieren. Okay, eine normale Rübe. Können wir aber bestimmt Münzen oder so rausbekommen. Komm, alles im Topf. Sehr schön. Rein damit, dass der Eintopf auch richtig geil wird, ne? Boah, auf so einen Eintopf, ne? Wäre auch schon nicht schlecht mal wieder. So, Cappy's Lahn. Ist das denn der Lilak-Münzenlaun? Wahrscheinlich. Bei uns fehlt noch der normale Münzenhändler. Ach so. Der ist hier aber nicht aufgeteilt. Dementsprechend unser Mond easy geholt. Damit wir heute auch mal ein bisschen besonders aussehen, würde ich mir mal die Kleidung gönnen hier. So ein bisschen so ein kleiner Clowns-Outfit, weißt du? Sieht definitiv komisch aus, aber passt zur Umgebung. Die ist ja auch so ein bisschen bunt. Tada! Clown Mario ist unterwegs. Hier sieht schon gruselig aus. Aber wir fallen gar nicht mehr so auf. Vielleicht lässt er uns ja direkt rein, aber nee, ich glaube, der will Chefkoch Sachen, ne? Hier kommst du nur rein, wenn du ein Koch bist. Und hey, egal wie man es betrachtet, wie ein Koch siehst du definitiv nicht aus. Schon ein bisschen fies. Man kann immer Koch sein, egal ob ob man so hier aussieht oder anders. No! Oh mein Gott. So, und hier können wir jetzt erstmal hier oben einen Abgang... Oben hingehen, wollte ich gerade sagen, aber geht ja nicht. Na, aber wie gesagt, wir werden jetzt uns unten umgucken, weil da unten kommen wir sonst nicht hin. Und so kommen wir jetzt zu diesen Salzhaufeninseln. Und wo ist denn hier jetzt nur so ein Feuerkleiner? Da ist ein Feuer... ich weiß ja nicht, wie die heißen. Hotheads. So, wir schauen uns mal hier so um. Und mit Y kann man sprinten. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Ah, hier kam ich raus, ne? Oh. Okay. Ach du meine Güte, dein Ernst? Das war mir jetzt so knapp. Es scheint eine Sackgasse zu sein. Ah, nee, die 5 Liter Münzen sagen das Gegenteil. Schade, dass man nicht so eine Wand hochklettern kann. Aber wie gesagt, gut, dass wir da nochmal vorbeigeschaut haben. Dadurch haben wir ja, wie gesagt, auch diesen... ein paar Münzen nochmal bekommen, die wir später noch gesucht hätten sonst. So, hier hinten gibt es auch noch eine Mission für uns. Die können wir auch mal gleich mitnehmen. Oh, lol. Okay, merken, bei den Plattformen können die Hotheads durchfallen. So, hier auch wieder aufpassen. Hier gibt es auch 2 Monde. Und ich kenne den Trick mit dem am Anfang einen Mond hin platzieren. Ja, ja. Oh. Oh. Ich sehe gerade, wir müssen da oben hin.
Hier gibt es noch mal ein paar lila Münzen. Okay, das hat funktioniert. Ja, toll. Welchen Weg gehen jetzt? Oh, das ist ein bisschen verwirrend, muss ich gestehen. Nein! Oh mein Gott! Nein! Ach verdammt, ich hab schon wieder für mich verdrückt. Das ist gar nicht mal so schwer, leicht, wie es aussieht. Ah, jetzt verstehe ich das. Und natürlich bin ich jetzt oben. Irgendwo habe ich was verpennt. Der Kabel zum Gipfel. Ach, gucke mal einer an. Okay, das ist nicht so schwer, wie es aussah. Abstecher per Gabel. Oh, diese Namen, ne, dazu sind einfach herrlich. Zack und... Oh, nee, ich falle! Wie lange geht das denn da unten? Oh, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, machen wir nochmal. Ich glaube, wir müssen sogar nochmal nach oben, ne? So, oben angekommen und jetzt können wir auch zurück zum Ausgang. Okay, vielleicht hätte ich doch den Ausgang einfach instant benutzen können. Wäre, glaube ich, bei beiden jetzt nicht schlimm gewesen. Fürs nächste Mal weiß ich dann Bescheid. So, aber das ist jetzt auf jeden Fall abgeschlossen. Heißt, das brauchen wir nicht mehr machen. Dann gucken wir mal nochmal hier hinten nach, ob wir da hinten nochmal Münzen hatten. Ja, deswegen, hier hinten sind noch ein paar drei kleine lila Coins. Und wir sind jetzt schon bei 32 Coins, das heißt, mehr als die Hälfte haben wir schon mal im Petto. Jetzt ist die Frage, kommen wir eigentlich normal zurück oder müssen wir uns teleportieren lassen? Ey, diese Wände, ne? In den Wänden, dass da lila Münzen sein können, ist richtig fies versteckt. Weil sonst würde ich einfach einmal hoch teleportieren. Ist, glaube ich, sinnvoller, als wenn wir da unten noch ein bisschen rumhantieren. So, und ich habe hier im Augenwinkel das hier gesehen, genau. Hier waren nämlich noch drei Münzen gewesen. Ich guck mir mal extra hier oben um, nicht, dass wir hier irgendwas verpassen, ne? Nein, komm runter. Ich will da hoch. Komme ich denn da am besten hoch? Ah, jetzt. So, hier sind wieder die Kochgummas. Ich schätze mal, wir brauchen die Gummas gleich, oder auch nicht. Ich lasse die mal übrig. Also hier oben muss doch ein Mond sein. Ich hab das eben glitzern gehört. Ja, guck mal, hier geht's bestimmt nach oben oder so. Aber was hat das Käse eigentlich zu bedeuten? Kann man nicht zerstampfen. Guck mal, da oben ist wirklich was. LOL. Aber da komme ich jetzt nicht einfach so hoch. Gibt es eine Möglichkeit, dort irgendwie hoch zu glitschen oder so? Also glitschen nicht, aber mit dem Moves hier? Nee, das reicht nicht, Jans.
Okay, genug rumprobiert. Da oben geht's erstmal für uns nicht weiter. Ich weiß nicht, wie wir da hochkommen sollen. Aber da gibt's bestimmt eine Möglichkeit. Und irgendjemand schmeißt sie mit irgendwas. Ach, die schmeißen mit Pfannenwender. Okay. Wir brauchen unbedingt das Fleisch da oben. Um unseren Schlemmer-Eintopf den letzten Pfiff zu verleihen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel über dem Vulkan es sich schnappen wird. Du fragst dich, woran es mariniert ist? Ganz einfach. Wir legen es in Salz ein, bevor wir es dem Gericht hinzufügen. Das verleiht dem Ganzen noch den letzten Pfiff. Köstlich. Warte mal, können die hier den Käse kaputt machen? Also irgendwie wird man ja wohl den Käse kaputt machen können. Ja, wusste ich's doch. Denn weiß ich, wohin wir mit dem müssen. Oh. Das ist nur ein Secret-Raum. Aber dann weiß ich ja mal, wie wir ganz nach oben kommen. So, komm mal her hier. Oh. Oh Gott. Oh. Gar nicht kompliziert zu lenken oder so. Nee, nee. Aber hier gibt's den ersten Mond hoch auf die Käsefelsen. Aber was ist denn hier unten eigentlich? Ach, hier unten gibt's den ersten... Die erste Hälfte vom eigentlichen Ding. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Boden weg von uns wegfeuern. Aha, hier haben wir den nächsten. Oh, aufpassen. Also den Hammerbruder, ne, dass der dauerhaft springt, ist, finde ich, ein bisschen schwierig zu lenken. So, und was für uns fehlt da nur eins, aber wo ist denn jetzt der letzte? Hä? Vielleicht auf der Seite, aber nee, da haben wir alles weggezimmert. Nee, hier kann's nicht sein. Irgendwo muss ich was verpennt haben, oder? Das gibt's nicht. Wo ist das denn? Wenn ich jetzt den Boden wegzimmere, dann macht das natürlich jetzt keinen Sinn. Dann finden wir auch den letzten nicht. Oh mein Gott. Also ich werde jetzt den ganzen Boden einfach wegmachen und wenn das denn nicht stimmt, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist Ende bei mir. Ja moin, als wenn. Das soll irgendjemand erkennen können oder wie? Ist das fies. Immerhin haben wir es noch entdeckt, bevor wir den ganzen Boden weggezimmert haben. Gut, Secret Raum auch abgeschlossen, aber dann ist mir immer noch schleierhaft, wie wir da hochkommen.
Mit den Gumbas kommen wir definitiv nicht hoch. So, wir müssen mal gucken. Die können wir so weghauen, alles klar. Boah, ich liebe das mit Pfannenwender zu werfen, ne? Mit Pfannen zu werfen, meine ich. Das ist voll befriedigend, das Gefühl, die ganzen Käsehaufen damit zerstören zu können. So, und hier unten ist ein Schalter, so wie ich sehe. Nein, du gehst mal weg da. Okay, perfekt. Dann haben wir den einen Mond auch schon mal. Ich glaube, das war sogar der Mond, den wir brauchten. Wieso geht's hier hoch? Aber warte mal, warum geht's hier hoch? Ah! Okay, schade. Hätte ja auch ein Mond versteckt sein können, Mensch. Sieht ja nicht jeder, dass man da oben hinkommt. Man könnte aber auf das Dach hier drüben... So, aber jetzt muss ich mal kurz Ausschau halten, wie man am besten dorthin kommt. Bei dem Ehenmond weiß ich noch nicht Bescheid, dann muss ich mal gucken, ob wir da irgendwie die Lösung des Rätsels finden. Ey, man kommt bestimmt da irgendwie hoch. Aber ich habe noch keine Ahnung wie. Rob Topf auf dem Vulkan, tauch ein. Lol. Jetzt kommen wir in dem Abschnitt, wo wir jetzt auf jeden Fall was mit dem Vulkan machen. Und wir müssen hier drüben hin, genau. Denn, das habe ich ja auch vorhin gesehen. Die paar Münzen hier hinten. Ha, das sind glaube ich 7 Stück, oder? Ich sehe da, die Münzen nehmen wir auch noch nachher mit. Müssen wir nur dran denken. So, die Zaundinger sind zum Glück nicht so schwer. Zack. Easy Snack. Und schon haben wir eigentlich alle Mone zusammen, um ins nächste Land zu kommen. Aber ihr kenntet ja dadurch, weil wir ja so viel... Oh, lol. Da wir ja so viele Monde schon vorher machen, das ist auch kein Wunder. Und warum... Was zum Teufel? Oh! Okay, das wird auch bestimmt was mit einem Mond zu tun haben, oder? Wenn man die ganzen Sachen hier zerstampft. Hier ist die Hinweiskunst. Lol, da sollte man aber doch noch nicht hin, oder? Pilzkönigreich. Okay, ich glaube eigentlich, dass man hier noch gar nicht vorbei dürfte, oder? Und ich wusste ja nicht, dass die auch so ein bisschen so N64-Vibes mit reingebaut haben. So, und ich glaube, hier oben ist der Mond, ne? Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Ach da, auf dem Kamin. Ich hätte gedacht, die haben es echt eiskalt auf den Baum gepackt. Auf den ganz großen. Und hier sind sogar Sterne, wie man sieht. Sogar mit den Super Mario 64 Sound. Lol. Ach, Powermonde können auch sternförmig aussehen. Na dann.
Aber hier kommen wir erst eigentlich viel, viel später im Spielen, denke ich mal. Weil wie gesagt, das ist ja noch ein Land, das wir noch ja nie haben. Aber schön zu wissen, dass es hier hinten das Secret gab. Ah, jetzt muss ich die ganzen Dinger wieder betätigen, ne? Das hat aber 100 Pro mit einem Mond zu tun, Leute. Sonst würden die ja nichts droppen. Okay, hier ist noch einer. Zack. Mhm. Ah, vielleicht hätte ich auch die Textbox von dem lesen sollen. Alle Risse reparieren. Ja, vielleicht hatte er das im Text erwähnt gehabt, dass wir vielleicht ihm helfen sollen, die Risse zu renovieren, aber nun haben wir das ja schon vorher getan. Au! Oh, ich liebe Hammerbrüder, ne? So, wie komme ich jetzt am besten dahin? Ah, perfekt. Die Hälfte der Coins haben wir schon mal zusammen. Aber meine Lieben, bevor wir weitermachen, würde ich sagen, könnt ihr gerne ein Like da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Könnt ihr auch gerne abonnieren und ich sterbe hier gleich. Also bis denne und ciao.